Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. Ja, wir sind ja das letzte Mal im zweiten Gebiet stehen geblieben. Also nachdem wir... ich kann ja mal kurz die Karte aufrufen. Nachdem wir die Ellering-Ruinen hinter uns gebracht haben, sind wir jetzt im Lager der Geschmähten fürs Erste. Und mir ist so aufgefallen, es gibt eine riesige Karte. Also ja, der gesamten Stufen. Das heißt, das Gebiet hier ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Es gibt sehr viele Gebiete hier, die man uns nicht angucken kann. Und ja, die Archonten sind hier oben auch noch zu sehen, an den Kartenrändern. Also das ist, sind jetzt mittlerweile Kyros-Stufen. Und ja, die Geschmähten von Graven Ash. Und der rote Chor von den Voices of Nevarth. Ach, hier unten ist auch noch Thunon zu sehen. Unser aktueller Chef und Oberrichter. Gut, wir wollen jetzt im Lager der Geschmähten weitermachen, weil wir müssen ja immer noch... Zaubererstellung, Sendschreiben, Weltkarte, wo ist das Questlog? Tagebuch, genau. Willkommen in den Ruinen haben wir ja abgeschlossen. Du bist am Rand von Vendriens Brunnen angekommen, und zwar bei den alten Überresten von Fort Ellering. Als du gerade von einer Halbmondläuferin auf den neuesten Stand gebracht wurdest, griff die Vendrienwache an. Hilf Kyros Truppen, den Rebellenangriff zurückzuschlagen. Du hast Kyros Truppen geholfen, die Ellering-Ruinen gegen einen Rebellenangriff zu verteidigen. Kommandant Drastus aber konntest du nicht retten. Den hätten wir wahrscheinlich auch nicht retten können, außer ich hätte gesagt, vergesst ihn, er wollte eh sterben. Da hätte vielleicht der Vendrien-Soldat Muffe gekriegt und hätte ihn losgelassen. Ja, und jetzt müssen wir als nächstes den Willen des Eroberers durchsetzen. Kyros verlangt den Sing bei Vendriens Brunnen. Als Schicksalsbinder Thunons hast du die Aufgabe, Kyros Sektik, den Archonten, der Geschmähten und des Scharlachkoten Kurs zu überbringen. Sie müssen die rebellischen Vendrienwachen bald besiegen, sonst werden alle im Tal Verbündete und Gegner sterben. Ja, Kyros Sektik muss den Archonten persönlich überbracht werden. Finde sie im Geschmähtenlager. Erstmal scheint es hier Probleme zu geben. Also mit einem Händler, das haben wir das in der letzten Folge, glaube ich, schon gesehen. Der Text erscheint leider wohl nicht mehr. Können wir mal fragen, was hier los ist. Hi, Schicksalsbinder. Als du dich näherst, liegt dir die geschmierten Speerin zu. Das Lager liegt gleich da vorne. Kümmere dich nicht um uns, wir schmeißen nur das Gesocks raus. Ich verstehe immer noch nicht, was mein Verstoß sein soll. Ich berücksichtige schon, dass dieses Land nur den Geschmähten gehört, und ich werde der Region auch gerne einen angemessenen Wegzoll zahlen. Aber sie redet immer zu von Handelsrechten. Was ist das denn für ein Unsinn? Soll das heißen, dass ich nicht ein Ding für ein anderes eintauschen kann? Es ist ja nicht so, als würde ich wütenden Bauern Waffen verkaufen oder sowas in der Art. Gut, du stehst auf geschmähtem Land. Diese Krieger haben jedes Recht, dich zu töten. Du solltest dankbar dafür sein, dass sie dir überhaupt zuhören. Der Oberherr reguliert den gesamten Handel. Wenn dir die entsprechenden Genehmigungen fehlen, werden deine Waren beschlagnahmt. Eine Handelsgenehmigung? Naja, wie sollte ich... Ich meine, mit wem sollte ich denn wegen sowas sprechen? Nicht mit uns, und das ist nicht unser Problem. Marschier dein Erschlein mal zur Bastardstadt und trag Thunon und deinen Feind persönlich vor. Wir werden aber deine Last mildern und dir zuerst deine Waren abnehmen. Das sollte den langen Weg etwas erträglicher machen. Alles, was Thunon vorgebracht werden soll, kann auch mir vorgetragen werden. Du sollst besser mal mit einem sehr guten Argument aufwarten, warum ich dir helfen soll. Ja, da wir ja uns selbst der Nächste sind... Und wir hier draus vielleicht einen Vorteil ziehen können. Tun wir gleich mal Gunst bei den Geschmähten einbüßen. Was gibt es denn da noch zu diskutieren? Wir sollten diese Promenadenmischung töten.
Die Kriegerin bricht ab und hält sich eine Hand vor den Mund. Wenn sich der Schicksalsbitter die Angelegenheit einmischen möchte, verlangt es die Höflichkeit, dass wir zuhören. Die Soldatin räuspert sich und schaut dich erwartungsvoll an. Dies ist eine Angelegenheit der Geschmähten, aber ich weiß, dass die Agenten des Gerichts es lieben, mit dem Urteil um sich zu werfen. Naja, du könntest mich jetzt berauben und meine heutigen Vorräte mitnehmen, sagt der Händler, als er sich ein Fläschchen von seinem Magen nimmt. Oder aber du könntest mich am Leben lassen und das ganze Jahr lang fermentierten Honig essen. Ich kenne sogar ein paar Familienrezepte für Schmerzmittel und Heiltränke, die jede Armee sicherlich gut gebrauchen könnte. Er entkockt ein kleines Keramikfläschchen, worauf dir der Gestank von Nelken und Wollfett in die Nase steigt. Das sind kriegswichtige Güter, wir sollten dem Lieferanten nicht schaden. Was für ein Zufall, dein Familienrezept für Rundsalbe riecht genau wie das Heilmittel, das die scharlachroten Wüter verwenden. Wo hast du das gestohlen? Wenn die Geschmähten Grund haben, diese Gegenstände anzuzweifeln, so vertraue ich ihrem Urteil. Ah, das obere oder das untere? Weil ganz ehrlich, er kommt mir wirklich wie so ein Geldabzocker vor, der sie jetzt gerade versucht, sich mit einem Schicksalsbinder übers Ohr zu hauen. Und das klappt nicht. Wenn ich das mache, dann helfe ich wahrscheinlich dem scharlachroten Chor. Wenn ich das mache, helfe ich den Geschmähten. Eigentlich das Richtige als Schicksalsbinder ist wirklich, ich frage, wo hat er das gestohlen? Du hast 33 Wissensskill-EP erhalten. Ich weiß nicht, sagt der Händler verkrampft mit errötetem Gesicht. Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst. In einem Kragen packen? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Zu den Geschmähten. Ich glaube, dieser Stufenmann könnte eine Tracht Prügel gebrauchen. Zu den Geschmähten. Du hast recht. Finde diesen Lügner toll durch den Gewinn mit der Legion. Verpasst ihm mal eine Tracht Prügel. Halt langsam. Ich werde dir alles sagen. Tut mir bloß nicht weh. Ich habe fast alles in den Wäldern des Tals gefunden. Wenn ich Kampflärm hörte, bin ich schon in Deckung gegangen. Als alles vorbei war, habe ich schnell nachgesehen und mir geschnappt, was die Sieger nicht schon mitgenommen hatten. Du hast also gefallene Geschmähte bestohlen? Wie sonst hättest du dieses Eisen in die Hände bekommen können? Die Speerin deutet auf den Wagen des Händlers. Du bist dreist genug, hierher zu kommen und uns unsere eigenen Waffen zu verkaufen? Wenn irgendein Teil noch einen Eigentümer hat, werde ich es natürlich zurückgeben. Dieses Eisen aber wäre verrostet, hätte ich es im Schlamm des Schlachtfelds liegen gelassen. Die Geschmähten sind nicht sehr viele, stimmt das etwa nicht? Ihr braucht doch einen Mann wie mich, der Vorräte sammelt, die ansonsten verschwendet würden. Du darfst frei mit deinen Waren handeln, wenn du aber nochmals lügst, werde ich dich töten lassen. Nein, der hat definitiv eine Strafe verdient. Unter Kyros, Tunons und meinen Augen. Die Geschmähten werden deine Gegenwart tolerieren, aber diese nächste Liebe wirst du ihnen gut bezahlen. Lass diesen Wagen als Geschenk für Grave und Ash zurück, dann geh und komm nie wieder zurück. Du hast die Archonten bestohlen und willst ihnen das Diebesgut wieder verkaufen, dein Leben endet hier. Wenn dann... Das hier. Weil... Es ist schon nicht schlecht, wenn sie einen Händler haben, der in der Gegend rumreist und die Sachen wieder aufsammelt und sie ihnen zurückbringt und Sachen verkauft. Deswegen soll er mal schön blechen. Das tut ihm nämlich wahrscheinlich mehr weh als der Tod. Werden wir? Die geschmähten Soldaten räuspert sich, husten und wiederholt sich dann auf fröhliche Weise. Werden wir? Für diesen geilen Ausnahmen zu machen, schlägt mir auf den Magen. Aber wenn du die geschmähten ohne Aufschlag versorgst, ist dieser Fehltritt wohl zum Besten. Es ist ja nicht so, dass unsere Speisekammern überquellen würden. Ein Arbeitssklave, der Vorräte zusammenkratzt, wäre dir definitiv vom Vorteil. Du hast Gunst bei Lithians Kreuzung hinzugewonnen. Ah, also bei den Rebellen. Danke, dass du für mich eingeschritten bist. Ich weiß, dass mein Leben jetzt davon abhängen wird, dass ich den Geschmähten genügend Dank für meine Duldung erweise. Wenn ich ein bisschen Katz buckeln muss, um mein tägliches Brot zu verdienen, das ist es ebenso. Gut. Dafür haben wir leider nicht genug List.
Levelaufstieg-Bonus. Läuft aber gleich ab. Ah, er ist ein Level aufgestiegen. Ist das die Levelanzeige? Ah, da stehen sogar die Erfahrung, wie man für den nächsten Level braucht. Ich nehme mal an, die steigert sich eben durch... dadurch, dass wir hier die Sachen steigern. Ich frage mich halt gerade, wahrscheinlich wird sich das eben, ja genau, Attribute durch die Sachen hier steigern. Wir können ja mal drüber gucken, was sich steigert, wenn wir was vergeben. Also das hier ist Vitalität. Das ist Stärke, Schnelligkeit. Schnelligkeit zum Beispiel wirkt sich auf Wurfwaffen aus. Ja, das steigt wirklich alles hier unten, je nachdem wie hoch es ist, um ein oder zwei Punkte. Wahrscheinlich unterstützende Skills steigern sich nicht so schnell wie nicht unterstützende Skills. Ja, ich hätte allerdings mal gerne etwas mehr Lebenspunkte, dass ich das wohl nur durch Vitalität steigert. Mhm. Also hier durch das Vitalitätsattribut. Und jetzt hier Fähigkeiten. Haben wir einen Talentpunkt. Verleiht der Fähigkeitsstoß einen Verwurzelungseffekt. Herzschuss habe ich schon. Also ich könnte entweder Reichweite, Geschicklichkeit, ich könnte Magie steigern. Ja, Stoß ist wahrscheinlich etwas, was in allen... Also das ist wahrscheinlich so eine Standardfähigkeit, die ich einfach habe. Verteidigung, erhöht den defensiven Nutzen von Schilden. Schildschlag. Knalle dein Schild gegen ein Ziel, wodurch er für moderate Zeitspanne mit der Beeinträchtigung benommen belegt wird. Führt dazu, dass Stoß das Ziel unterbricht und damit seinen nächsten Angriff verzögert. Was haben wir bei Reichweite? Leben. Ziele mit einem Fernangriff auf die Füße des Feindes. Wenn er erfolgreich bist, wird er lahm. Vergifteter Wurfpfeil. Wirf einen vergifteten Pfeil auf ein Feind. Wenn der Wurfpfeil trifft, wird das Ziel mit einer lang anhaltenden Beeinträchtigung belegt, die es verätzt und vergiftet. Durchdringender Wurf verleiht Angriffe mit Wurfwaffen Rüstungsdurchdringung. Das ist auf jeden Fall gut. Erhalte einen Genauigkeitsbonus bei Angriffen gegen Ziele, die mehr als 5 Meter entfernt sind, ist auch nicht schlecht. Verleiht der Fähigkeitsstoß einen Verwundungseffekt. Stoß erhöht jetzt außerdem die Bewegungsgeschwindigkeit und bricht aktuelle Kampfbindungen. Klingt auf jeden Fall... Vergifteter Pfeil klingt allerdings auch nicht schlecht. Ne, ich nehme mal Verwundung. So. Dadurch habe ich jetzt hier Zorn der Wüterin. Blutgetränkter Stein. Achso, das sind die beiden Spezialfähigkeiten, die ich einmal pro Runde kann. Du geh mal da hinten hin, dann hätte ich jetzt gerne meinen... Achso, den Vergiftungsdinger, den habe ich noch nicht. Stoß ist nämlich jetzt hier vorne immer noch. Ja. Gut. Wobei ich die Kombo-Fähigkeiten eher rausnehmen sollte. Und da meine anderen Fähigkeiten reinpacken, weil die Kombo-Fähigkeiten, die können dann eben bei den anderen Leuten stecken bleiben. Ja, ich wollte mal gerade kurz gucken, wie bei ihr die Talentbäume aussehen. Um Stufe 3 freizuschalten, um Stufe 1 freizuschalten, ja. 5 Punkte um Stufe 4 und so weiter. Ja, gut. Das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Yes.
Das kann ich nicht knacken. Wir können erstmal um das Geschmiedenlager kurz rumgehen.